ich wollte wissen, wo sind die Verluste am geringsten. Und ich habe die Versuche, so wie mit der Kraftsteckdose, als auch mit der normalen Steckdose daheim, so wie wir sie haben, mit 230 Volt gemacht und habe mir einfach angeschaut, wie die Verluste sind. Das ist eine ganz spannende Frage. Verluste ist ja nie gut, weil Verluste kosten halt Geld. Und jetzt war die Frage an dich, Peter, was sind jetzt deine Erkenntnisse? Ja, Gerhard, es sind im Wesentlichen drei Faktoren, die Verluste beeinflussen. Das eine ist, welche Ladeleistung habe ich, wie lange lade ich und in welchem Zustand ist die Batterie, wenn ich zu laden beginne. Was ist denn jetzt gescheiter, ja? Die 230 Volt, also der Schokostecker, oder die Kraftstromsteckdosen? Was ist da deine Empfehlung? Ja, es ist eindeutig die Kraftsteckdose, also die mit dem roten Stecker, gescheiter, mindestens 5 kW würde ich empfehlen. Und optimal wäre natürlich eine Wallbox zu Hause zu haben, wo ich überhaupt nur mehr anstecken muss, wo das Kabel schon drauf ist, weil sonst muss ich jetzt mal das mobile Ladegerät auspacken, was auch ein bisschen mühsam ist auf der Bahn. Der zweite Punkt war dann der Zustand der Batterie. Da geht es, nehmen wir mal an, um die Batterietemperatur. Ja genau, es geht um die Batterietemperatur. Wenn die Batterietemperatur höher ist, sind die Verluste geringer. Das heißt, wenn ich zum Beispiel von einer Fahrt zurückkomme, ist es besser, das Auto gleich nach der Fahrt anzustecken, vor allem wenn ich Autobahn gefahren bin, dann hat die Batterie üblicherweise eine entsprechende Temperatur und wenn ich es da sofort anstecke, sind die Verluste geringer. Wie lang lasse ich das Auto jetzt an der Steckdose angesteckt? Ja, möglichst lange. Das heißt, wenn der Ladevorgang lange ist, dann erwärmt sich während des Ladevorgangs die Batterie. Und dadurch sinken dann im Zuge des Ladevorgangs die Verluste. Das heißt, wenn ich mit 10% beginne und mit 80% aufhöre, dann ist das eine optimale Ladung. Ich habe euch eine Diskussion jetzt aufmerksam zugehört. Ich bin kein Techniker, sondern nur dummer Kaufmann. Wenn es also jetzt also um das dreiphasige Laden geht, sehe ich also jetzt, dass ich also Prozent, dass ich also meinen Akku also erhöhe, weniger Kilowattstunden Strom brauche, als wenn ich das einphasig, also über das Wechselstromladen an der Haushaltssteckdose mache. Da sieht man, dass also ein Unterschied von, was weiß ich, also 20% drinnen sind. Daher der Tipp, den ich also verstanden habe, lade letztendlich also mit 5 oder 10 kW dreiphasig über einen längeren Zeitraum und dieses einphasige Laden hat also einfach den Nachteil, dass es mehr Energie braucht. Genau so ist es. Brillant zusammengefasst, Harry. Eben doch sehr gescheit, unser Kaufmann.